bewegen. Ja, herzlich willkommen in der Meckerrunde. Let's ich play. Ich fürchte, diese Last ist zu viel für mich. Bepack die Packesel. Wir werden natürlich erstmal wieder rasten und dann eine Reihe. Ich höre. Puls Strange verteilen. Strange, nicht Strange. So komisch ist das auch nicht hier. Oder fremd. Was war denn jetzt eigentlich in der Kiste, Swings? Hast du da schon geguckt? Nein, hast du noch nicht. Jetzt wäre ich weitergegangen ohne. So, herzlich willkommen an diesem Freitag. Ist es fast schon wieder Wochenende, ja. Ich habe vergessen, die wievielte Folge. Das ist vielleicht sogar Folge 70, glaube ich. Könnte sein. Oder 69. Ja, wir gehen großen Schritten auf Folge 100 zu. Ich hoffe, ich habe genug Zeit, da ordentlich was vorzubereiten. Ich glaube aber schon. So, war hier nicht noch so eine ähnliche Tür auf der anderen Seite? Oder täusche ich mich da? Ja, ich täusche mich. Wie immer. Das Erz ist wirklich sehr schön. Ich glaube, jetzt kommt so eine Zwischenkammer. Oder? Ich traue mich nicht weiter. Ich zauber erstmal Spiegelbilder auf mich. Weil so Nekromanten sind nicht lustig. Auch wenn wir Kesevier dabei haben, der ein bisschen Untote vertreiben kann. Also er hat schon so eine geringe Anzahl an Zaubern, die auch relativ nützlich sind. So supportmäßig. Hier an diesem Tisch wurde sicher nicht gegessen. Und wenn doch, dann will ich nicht wissen, was. So. Kesevier, du gehst einmal hier hin und dann machst du noch einmal. Oh, du hast das 7-mal. Schön, das lähmt sie wieder. Mach das nochmal für die, die sich noch bewegen. Ja, okay, so geht das auch. So, da steht noch einer. Hau drauf. Oh, ich kann mal Stopp machen. So, und was ist in den Überresten? Skelettrippe. Ja, die sind, glaube ich, für... Ja, da ist was auf der anderen Seite. Aber wir wollen nicht übertreiben, wir wollen nicht hetzen. Wir haben Zeit. Ich kann mich mit diesem schweren Gepäck nicht bewegen. Ich wusste es, ich wusste es, ich wusste es. Der fängt an zu meckern. So. Ich versuche ja, mich zu bewegen. Aber ich glaube, ich bin zu schwer. Ja, du bist zu schwer, nicht dein Gepäck. Nee, die Skelettrippe wollten wir jetzt liegen lassen. So, jetzt sind wir alle gebufft. Sehr schön. Oh, was wird da wohl zubereitet? Ich will das eigentlich nicht wissen. Hier ist ein Waffenständer und da ist eine Truhe. Die Tür sieht sehr schön aus. Na, wen haben wir denn da? Niemand? Hallo? Nur diese Kiste. Wein. Oh, wir nehmen die 91 Gold mit. Das reicht uns. Du müsst ein bisschen auswählen, dass wir jetzt nicht uns mit Fisselkram vollstopfen. Und hier sind schon wieder... Oh, ich bin verlangsamt, ey. Oh, nee. Das hast du ja gut gemacht, Swings. Super. Klasse. Ein Waffenständer. Da schleichen wir uns mal hin. An den Leichen vorbei. Verzauberte Schuriken, ein Dolch. Die zweihändige Axt lassen wir jetzt mal. Was ist das? Oh, es ist weg. Was immer es auch war, es ist weg. Das ist gut. Dann gehen wir jetzt mal hier den gewundenen Gang entlang. Wo sind wir denn hier? Hier. Und ich glaube, hier ging die Tür noch weiter. Oder kamen wir von dort? Wir werden das gleich erfahren. Ach, oha. Win. Win ist ein Magier, eine Magierin. Eine Magierin. Dieser Ort. Jemand führt Experimente an den Toten durch. Vergreift sich an ihren Gebeinen, anstatt sie ruhen zu lassen. Das ich spüre hier dieselbe Dunkelheit wie im Totensumpf. Das sagt es wie schon ein Strom unter der Oberfläche, der das Land durchzieht. Wie Öl. Oh, oh. Dachte ich doch, dass ich eine Magier in meinem Reich vernahm. Kennen wir ja gar nicht. Wie ein strahlendes Licht, das die Schatten zu verdrängen sucht. Wo der Schatten nicht hingehört, muss man ihn vertreiben. Ja. Diese Leute, was habt ihr mit ihm getan? Redet doch nicht mit mir, das steht da hinten. Ihn den Frieden.
Frieden. Schrei mich nicht an, ich bin sensibel. Ich bitte euch, ihr wisst, wie sie starben, Paladin. Diese Berge sind seit eurer Ankunft von Blut überströmt. Genau, Kersevier ist schuld. Schließlich führtet ihr diese Toten von einem glorreichen Ansturm zum nächsten. Ich denke, im Vergleich war ich gnädig. Und ich denke, ich werde ihnen Gelegenheit zur Rache geben. Was, Kersevier ist jetzt schuld, oder was? Wenn ihr angreift, werden wir uns wehren. Wir lassen diese Schändung nicht weitergehen. Wenn ihr etwas vor von Kersevier wollt, lasst mich aus dem Spiel. Unser Anführer spricht wahr. Ihr tretet gegen uns beide an. Ich weiß nicht, welcher Macht ihr huldigt. Doch ich spüre das Böse, das euch umgibt. Es hat euch berührt und bald wird es euch tiefer erfüllen, als ihr ahnt. Oh, Paladin, der Schatten geht immer tiefer, als man ahnt. Der hat wirklich einen Schatten. Selbst in eurem Herzen. Ja, doch ja, dies ja. Gerede langweilt mich und ich wäre ein Narr, diese Gabe für mein Ritual fortzuschicken. Kommt, der Schatten erwartet euch. Wie die immer alle meine Gefährten rekrutieren wollen, ja? Also der, also zuerst am wie hieß denn das nochmal, am Himmelsauge. Oh, ja. Nee, wie hieß das? Wollten sie Eleni wegrekrutieren, haben gesagt, komm, der Schatten wartet auf dich, bla bla. Und jetzt, zaubert er wahrscheinlich irgendwie Zombies. Kann das sein? Und jetzt das gleiche mit Kersevier. Oh, Sphinx, sehr schön. Du hast mal richtig getroffen. Das kann ich machen. Und du kannst mal gegen den Schattenpriester hier ins Gefecht ziehen. Sehr schön. Und das gleiche nochmal, bitte. Der hat dich schließlich beleidigt. Was bist du, Vardin? Vardin, der Magier und Kane unverletzt. Ach, der hat mich nachgemacht, der Sack. Das geht nicht. So geht das nicht. Untote vertreiben. Sind die, gelten die als untot? Eigentlich ja schon. Diese Kreatur war einst ein Student der Magie. Ihre Menschlichkeit ist ausgelöscht. Schattenpriester. Wir probieren das einfach mal. Einmal Untote vertreiben, bitte. Ich weiß nicht, ob das was gebracht hat. Keine Ahnung. So, du kannst dich mal selber heilen. Falls möglich. So. Was machst du da, Kersevier? Den Himmel anbieten? Ach, sind wir durch, oder was? Wo ist denn eigentlich die Frau, die hier lag? Wurde die jetzt vernichtet? Eigentlich... Hä? In der Tat. Hallo? Hallo, Frau? Frau? Frau Wynn? Wo bist du hin? Wynn ist verschwunden. Das ist ja doof. Morgenstern plus 2, Zwergenglück. Das wäre vielleicht was für Kelga. Nö, Charisma. Kritische Wundenheil nehmen wir immer und das Gold. So, was haben wir hier noch? Leichte Wunden heilen. Eine Menge Schriftrollen nehmen wir alle mit. Und dann hätten wir hier noch eine Alchemiebank. Sehr schön. Kiste des Priesters. Oder ist noch ein Haufen an Subjekten auf dem Tisch. Was? Unmöglich? Das ist ja unmöglich. Wir haben noch den Glücksstein. Gut, wir haben noch jede Menge Diebeswerkzeug. Das ziehen wir uns mal hier rein. Das ziehen wir uns rein hier. Und öffnen das nochmal. Und dann sehen wir mal nach, was auf der Alchemiewerkbank noch so alles rumliegt. Wir werden eine Menge damit zu tun haben. Panzerhandschuhe. Ein Tagebuch. Sehr schön. Und eine geheime Wand. Auch schön. Gut, wir lesen uns das Tagebuch gleich mal an. Und auf der Alchemiewerkbank ist leider nichts. Bastardschwert nicht identifiziert. Das kannst du auch noch tragen, Swings. Ich bin hier beeindruckt. Gut, das sieht mir nach Folterkammer aus, aber die eigentliche Folterkammer ist, glaube ich, da hinten. Wir müssen ja noch Isani, also den eigentlichen Isani, den richtigen Abgesandten befreien. Ich denke mal, der ist da drin. Also das heißt hier, ich denke mal, ich weiß es. Schloss öffnen, Erfolg.
Da steht er, ja. Isani ist verletzt. Das können wir aber... ich höre. Das können wir besser machen. Hier. Er hat sogar ein Bett und Bücher. Was hat er für Probleme? So. Ja? Ja. Hallo, Isani. Und wer seid ihr? Befragt ihr mich heute? Ja, unsere erste Frage ist, wir sind hier, um zu helfen. Wer seid ihr? Was? Wer seid ihr? Sagt mir, wer ihr seid und bla bla. Beginnen sofort mit der Folter. Ihr könnt uns vertrauen. Wir, wie unser Anführer sagte, wir sind hier, um euch zu helfen. Mich zu bewegen. Ja, und um uns gleich der Reihe nach zu beschweren. Warte nur ab. Ich kann mich mit diesem schweren Gepäck nicht genau bewegen. Ich sehe keinen Grund, euch anzulügen. Ich bin Isani. Ja, das ist schön. Das die Last zu viel für mich auch. Ich wurde gefoltert. Ihr wenigstens nicht. Ich bin Isani, Abgesandter von Tiefwasser. Mein Gefolge wurde von Orks aufgelauert. Meinem Gefolge. Sie brachten mich hierher, wo ich befragt wurde. Ziemlich schmerzhaft, aber ich weigerte mich, mit ihnen zusammenzuarbeiten. Seid ihr kräftig genug, um zu reisen? Ja, ich habe mich von den letzten Befragungen weit genug erholt. Außerdem habt ihr mich geheilt, falls ihr das vergessen habt. Könnt ihr mir sonst noch etwas über eure Anführer erzählen? Entführer? Ich hatte den Eindruck, dass sie meinen Willen brechen wollten, mich aber nicht töten. Und sie stellten mir nur wenige Fragen zu Tiefwasser und Niewinter. Das lässt vermuten, dass sie mich für ein nützliches Werkzeug hielten. Unangenehm, aber vielleicht sehr effektiv. Aber genug spekuliert, mir geht es gut genug, um zu reisen. Und ich sehne mich nach Abstand zwischen mir und dieser Feste. Danke, dass ihr mich befreit habt. Ich schaffe es von hier aus zum alten Eulenbrunnen. Seid versichert, dass schon bald einige wichtige Leute erfahren, was ihr heute getan habt. Bis zum nächsten Mal. Gut, dieses Gespräch verlief anders als das letzte. Ja, wir haben offensichtlich nicht so viele Zweifel in seine Identität gehabt. Ich höre. Ja, so, damit wir nicht alle so schwer sind, zaubert Ellen jetzt der Reihe nach einmal wieder Bärenstärke auf uns alle. Damit wir sind wie Ameisen und das Zehnfache unseres eigenen Gewichtes tragen können. Können wir nicht. Nicht schon längst? Habe ich mich verklickt oder was? Bionova. Gut, dann zaubern wir mal die Bionova und sind nicht mehr länger bepackt. Das ist sehr schön. Und als nächstes gehen wir zum Weltkartenübergang. Wir kennen das ja schon. Mit dem Feenspeer in der Hand rennen wir voran. Und öffnen diese Türe und verlassen diese unangenehme Stätte. Isani musste diese Tür wohl nicht öffnen. Der hat einfach nur... ist durch die Tür durchdiffundiert. Was ist denn das jetzt? Ach, das ist der Hohlaugenclan. Gut, wir kehren zum alten Eulenbrunnen zurück. Auf der Reise trefft ihr auf etwas Unvorhergesehenes. Impossible, schon wieder. Wir werden dauernd unterbrochen. Nie eine ruhige Reise. Mensch, den wir auch gar nicht kennen. Ja, wir kennen den Menschen ja gar nicht. Das ist auch gar nicht der Isani, der sich als Isani ausgegangen hat. Ihr Niewinternarren, wie kommt es, dass ihr alle so leichtgläubig seid? Ich kann nicht zulassen, dass Isani Niewinter lebend erreicht. Vielleicht wirklich eine Schande nach dem ganzen Ärger, den ihr durchgemacht habt, um ihn zu befreien, nicht wahr? Da muss ich wohl auf den Nächsten warten, den Tiefwasser zu senden versucht. Orks, tötet sie und bringt mir ihre Leichen. Auch tot können sie mir noch von Nutzen sein. Ach, du bist auch so ein Nekromanten-Typi. Gut, aber wir sind alle überlastet. Na toll. Das kann ich machen. Aber auch überlastet können wir kämpfen. Es sind Feinde in der Nähe. Oh, wir haben noch 5 davon. 1, 2. Das ist schon mal wichtig. Wir selber, also Swings, kann ja ein bisschen rumplitzen. Psim. Ich kümmere mich ach, darum. Da sind auch noch Orks. Gut, dann kümmert Swings sich mal um die Orks hier aus dem Hinterhalt. Hier mit. Und Grobner. Und Grobner stimmt mal hier das da an. Toll, der kann zaubern, der andere Typ. Bionova. So, Eleni, jetzt wo du leicht wie eine Feder bist, gehst du mal kurz hier hin und... Ach, du bist gar nicht mehr leicht wie eine...
Oha. Sonst geht's aber gut. So. Sehr schön. So gefällt uns das doch schon viel besser. Eleni zaubert mal das auf sich. Sind alle bereit? Und du kannst einmal Eleni heilen. Und Attacke! Du eventuell auch. Du kannst ja Hand auflegen machen. Und Madame kümmert sich weiterhin mal um die Orks. Das wird ein bisschen zeitaufwendiger, weil sie sich ja nicht so schnell natürlich, bewegen kann. Kein Problem. Während Grobner mal zu den Helden stapft. Gut, dass du da gerade vorbeiläufst. Kesevier, du kannst gleich mal die Überreste angucken. Schwere Rüstung. Ich kann mich mit diesem schweren Gepäck nicht bewegen. Boah. Wir müssen nur noch zur Landkarte, Kesevier. Wir haben es gleich geschafft. Du kannst ja gleich mal da stehen bleiben, ja? Wir machen das schon. So, einmal hier. Während Swinx sich mal um die Herren dort hinten kümmern kann. Wozu hast du eine Fernkampfwaffe? Das Land ist gegen euch! So, was kannst du denn nochmal alles machen? Die kommen ja alle her, oder? Du kannst dich mal da hinstellen. Wer zaubert denn hier immer Schlaf? Das, ich meine, das ist ja nützlich, aber... Ja, das ist schön. Da hinten gibt es nichts weiter zu sehen. Weitergehen, hier gibt es nichts zu sehen. Ja! Ja, gut, Swings, mach mal weiter so. Keine Bewegung. Wie sie da angestopft kommen, sehr schön. Und das! Und das und dies und das auch noch. Ja! Ja! Oh, die sind ja schon ein bisschen zäh, die Orks. Gut, Gold nehmen wir immer mit. Und jetzt, nehmen wir einmal kurz den Taktikmodus, um alle auszuwählen. Und dann zur Landkarte zu stapfen. Die einzige, die noch richtig rennen kann, ist Eleni, aber das ist egal. Wir werden es auch so schaffen. Gut, Überraschung, Überraschung. Das, was wir die ganze Zeit vermutet haben, oder das, was ihr auch schon gesagt habt, weil ihr entweder zum Teil das Spiel schon wusstet oder dieses Gespräch einfach nur mit dem anderen angeblichen Abgesandten zu obskur war. Ist natürlich eingetreten. Der Abgesandte war kein Abgesandter und der andere richtige Abgesandte war ein richtiger Abgesandter. Mal gucken, ob er noch lebt. Ich glaube, er müsste im Lager rumlungern. Kann sich Kesselby überhaupt noch richtig bewegen? Folgt mir. Folgt mir. Schleich, schleich. Alle mir gut, nach. Dann... Wir haben schon wieder 5 durch die Reise. Offensichtlich gilt das als Ausruhen. Was ich sehr praktisch finde. Ich kann mich mit diesem schweren Gepäck nicht bewegen. Ja, gleich können wir alles verkaufen, Kesselbier. Gleich ist alles gut. Alles super. Da lungert Pentin herum. Oh, wir haben einige Aufträge und einige Gespräche, die wir noch führen können. Und einige Sachen, die wir noch verkaufen können. Catriona lungert auch. Da seid ihr. Der Abgesandte von Tiefwasser kam vor kurzem wohlbehalten hier an. Ah, sehr gut, der hat also überlebt, das ist schön. Er erzählte einiges von eurer heldenhaften Rettungsaktion. Ich kann es nicht erwarten, eure Version der Geschichte zu hören. Die ist ein bisschen minimalistischer. Ihr habt Hohlauges Banner mitgebracht. Das erklärt, warum die Ork-Angriffe aufgehört haben. Ohne einen Anführer werden sie nun gegeneinander kämpfen. Na, hast du noch mehr auf der Checkliste, was du abhaken kannst? War eine Frau namens Catriona hier, um euch zu warnen? In der Tat. Sie behauptet, zu denen zu gehören, die die Orks angegriffen haben. Sie ist hier im Lager, zusammen mit einigen ihrer Männer. Ich habe auf ihren Anführer gewartet und ich sehe, ihr habt ihn mitgebracht. Du kennst ihn ja schon. Callum, schön zu sehen, dass ihr noch wohlauf seid. Ihr beide kennt euch? Ist Callum der Grund, warum ihr diesen Ort vermeiden wolltet? Naja, wir stellen uns mal... Oder gibt es irgendein Problem? Ich vernehme da negative Schwingungen. Ihr beide kennt euch. Ja, Callum dient Niewinter. Wie ich es auch eine Zeit lang getan habe. Ich vermute, ihr wart der Anführer der Bande, die diese Orks belästigt haben. Die Helferbande. Ich schulde euch etwas. Nun, da ich weiß, wer diese Söldnerbande angeführt hat, verstehe ich, warum es so schwierig war, Kontakt mit euch aufzunehmen. Mhm. Ihr habt mich in eine schwierige Lage gebracht, Kesevier. Eure Abreise kam sehr plötzlich und so mancher sagt euch mangelnde Loyalität nach. In welchen Schwierigkeiten, Kesevier? Das eine ist so, ja, nee...
Weil wir sind nicht rechtschaffend gut. Daran möchte ich noch euch erinnern. In diesen Schwierigkeiten stecken mag, er hat uns und euch freiwillig geholfen. Nur mal so zur Erinnerung. Ihr braucht mich nicht zu verteidigen, aber ich danke euch für eure Worte. Ihm wird nichts geschehen, das versichere ich euch. Mein Bericht wird aussagen, dass die Graumäntel die Orks lange genug aufhalten konnten, dass ihr Lograms macht sich vom Rat auch besser. Konntet. Für die Graumäntel jedenfalls. Es sollte den Rat zufriedenstellen, dass ihr Geld sinnvoll verwendet wurde und euer Ansehen bei ihnen verbessern. Und offiziell war Kesevier nie hier. Welche Gründe ihr auch immer hattet, um zum alten Eulenbrunnen aufzubrechen, es geht niemanden etwas an. Ja, und wenn wir nie Winter mit ihm rumrennen, wo ihn wahrscheinlich jeder Arsch kennt, ja, dann... Entschuldige meine Ausdrucksweise. Dann kann er sich ja einfach eine Maske aufziehen, auf der steht, ich bin nicht Kesevier. Was ist mit dem Abgesandten? Ich sollte ihn nach Wien... Der Abgesandte steht nun unter meinem Schutz. Ich schicke meine besten Soldaten, um ihn zu eskortieren. Ihr habt bereits genug riskiert. Rick und Nick. Ihr kennt sie. Nee, na ist auch egal. Es sind meine Besten hier. Ist Rick und Nick steht irgendwo da hinten. Vielen Dank, ich werde nun gehen. Braucht ihr sonst noch etwas von mir? Ihr habt hier mehr geleistet, als ihr hättet tun müssen. Ich habe euch eine Belohnung zusammengestellt. Oh. Seht es als Geschenk des Rates an. Ich danke euch für alles, was ihr hier getan habt. Und behaltet Kesevier für mich im Auge, ja? Ich hoffe, dass ihr ihm helfen könnt. Ach, als psychische Probleme, das ist unsere Spezialität. Es war schön, euch wiederzusehen, Kesevier. Viel Glück. Oh, und vielleicht möchtet ihr eure Freundin Catriona aufsuchen, wenn ihr das nicht bereits habt. Die ist nicht Sie meine will sicher Freundin. Wissen, dass es euch gut geht. Ich fürchte, diese Last ist zu viel für mich. Ja, 1000 Gold wiegen auch eine Menge. Boah, zweihändig. So, bevor wir mit den Leuten reden, müssen wir unser Gepäck loswerden. Los, Leute, kommt. Ach ja. Alle mir nach. So, du kannst mal auch... In der Tat. Ja, das geht doch schon viel besser. So. Simmy. Ich warte mal, bis alle da sind. Weil... Wie sie unterschiedliche Wege. Wir machen einen Stadtbummel. Ja. So, du kannst dich auch mal hier hinstellen. So. Sind alle in greifbarer Nähe. Oh ja. Er vielleicht noch nicht. Ich bitte euch, mir sofort zu folgen. Callum hat alles unter Kontrolle. Ich wollte dieses Gespräch gar nicht beginnen. So, Simmy. Ah, ihr seid jetzt wieder. Kann ich euch irgendwie helfen? Ja, zeigt mal, was ihr habt. Ich will eine Menge verkaufen. Ja. Den Text kennen wir ja schon. So, das verkaufen wir. Ach nee, wir können uns eigentlich... Ein Wächterhelm, 5000. Ja, ich weiß. Ich könnte das besser verkaufen in anderen Kapiteln. Aber ich will das jetzt erstmal so weit loswerden, dass ich das vielleicht an... Nee, Zwergenglück behalten wir mal für Kelga eventuell. Das Bastardschwert. Handschuhe der Hinfaust. Mönchsorden. Schall. Noch gehört Kelga ja nicht dazu. Resläuterung. Schadensbonus gegen Böses, gegen Orks. Ja, das wäre eigentlich ein bisschen was für ihn hier. Da könnte er eventuell gebrauchen. So, ich glaube 61 ist immer noch zu viel für uns. Ja, mach das mal. Das kannst du auch mal. Alchemistensilber. Und die Schuriken. Können wir denn noch? Die Halskette ist sicher ganz, ganz schwer. Irgendwas Schweres haben wir noch. Ein Schwertkämpfergürtel. Ich glaube, unser Gürtelslot ist voll, genau. Hat sie vielleicht noch frei? Nein, sie hat schon einen Schwertkämpfergürtel. Kesevier, du hast noch keinen Gürtel. Du kriegst das mal. So, die ganzen Rüstungen müssten wir eigentlich mal an sie abtreten. Und wir sind schon wieder über der Zeit. So, ich würde sagen, den Handel machen wir dann nächstes Mal. Freut euch auf ein aufschlussreiches Gespräch mit Simmy und auf pralle Geldbeutel. Wir werden mal wieder ausrechnen, wie viel Gold wir dann auf der Bank eingelagert haben. Im Kilo. Auf jeden Fall. Und dann werden wir nach Niewinter weiterreisen. Nachdem wir hier mit den ganzen Leuten noch gesprochen haben. Das heißt, die nächste Folge wird sehr sozial kontakthaltig sein. Und wir werden auf jeden Fall noch weiter in der Geschichte vordringen. Wir haben sehr, sehr viel geschafft. Das bedeutet, wir können einmal... Nee, wir wollen nicht mit Kesevier handeln.
In der Tat. Wir können mit Fug und Recht sagen, wir können uns gegenseitig gratulieren. Ja, dass wir durch die ganzen Höhlen, durch die stinkenden Orks, durch die Nekromanten uns durchgewühlt haben, so lange durchgehalten haben bei den ganzen Kämpfen und so weiter. Die Grafik dafür ist ja wenigstens mal schön. Ich finde Kämpfe zum Beispiel bei Icewind Dale oder Baldur's Gate etwas anstrengender, weil ich meine, es ist so schön, Blitz, Blitz, Bling, Bling. Aber hier sind sie wenigstens, naja, okay, auf die Dauer wahrscheinlich auch ein bisschen langweilig. Ja, also zum Spielen sind sie ja noch ganz nett. Ich weiß nicht, wie es beim Zugucken ist mit den ganzen Kämpfen. Könnt ihr mal in die Kommentare hauen, ob das arg langweilig ist. Ich versuche, wie gesagt, die Folgen nicht zu kampflastig zu halten und hin und wieder noch ein bisschen Ablenkung reinzubringen. Ich weiß nicht, ob mir das gelingt. Keine Ahnung. Wenn ihr euch genötigt fühlt, schreibt dazu etwas. Wenn nicht, dann lasst es. Wie immer basiert alles auf der Freiwilligkeit und euren freien Willen. Ist doch schön, ist doch toll. Wenn man das im Leben schon nicht hat, dann wenigstens hier. Ja, so wünsche ich euch einen schönen Freitag und ein schönes folgendes Wochenende. Gehabt euch wohl und bis zur nächsten Woche. Dann wahrscheinlich erst nochmal hier im Lager und vielleicht dann auch schon in Niewinter. Ich weiß es noch nicht, wie weit wir dann kommen. Ich glaube nicht, dass wir 20 Minuten für die ganzen Gespräche brauchen. Gut, bis dahin, also Tschüsschen.